Martin, du musst den Mikrofon anschalten. Hallo? Links mit dem Mikrofon. Martin. Jetzt besser? Ja. Ah, gut. Also es ist halt was mit dem neumodischen Klumps da, gell? Also in Corona, jeder nutzt was anders. Also das war in der Wirtschaft einfach einfacher. Ja. Am Tisch hätte jeder gehört, was gesagt ist und gut ist. Egal. Also herzlich willkommen, gell, zur diesjährigen erste digitale Weihnachtsfeier vom Musikverein Eisenbach. Ich bin froh, dass ihr alle dabei sind, alle Musiker, aber alle sind es doch, oder? Das sind 1, 2, 3, 4, gell? Ja, ich weiß auch nicht, Martin. Irgendwie hätte das, glaube ich, heute zu glatt. Die eine Hälfte hat halt kein gut Internet, die andere sind am Schneeschuffler und nochmal andere machen irgendwelche Corona-Challenges oder sind halt am Maskennähen, wie man es halt gerade so macht. Naja, super Internet im Schwarzwald halt, gell? Das kriege ich, glaube ich, auch in Nina. Naja, dann sind es halt wenigstens mehr vier. Dann stoßen wir wenigstens schon mal. Ah, haben wir alle einen Glühwein, oder? So. Jawohl. Jawohl. Da, zum also, Wohl. Prost euch, gell? So, genießen wir den Glühwein. Schauen wir erstmal auf das Jahr zurück. Der MV Eisenbach. Das sind eigentlich rund 50 heißblütige Musikerinnen und Musiker. Jedes Jahr bringen wir ein Jahreskonzert auf die Bühne, jedes Jahr reißen wir an Fasnet die Bude ab. So auch 2020. Bis im März auch wir von der Pandemie getroffen wurden. Aber wir schrieben und verhandelten ein Hygienekonzept, fanden Strategien für drinnen und draußen und im Sommer spielten wir dann sogar den ein oder anderen Auftritt. So spielten wir für die Eisenbacher am Bad und hatten einen super Tag im Tierpark Löffingen. Unsere Geheimwaffe? Katzenstreu. Damit sammelten und banden wir das Kondenswasser aus den Instrumenten und fühlten uns noch sicherer. Klar, unser Jubiläum fiel ins Wasser und auch das Jahreskonzert im Januar wird wegfallen. Aber wir machen trotzdem das Beste draus. Das traditionelle Maispielen verlegten wir halt auf den 3. Oktober. Die Generalversammlung in die Halle und wir blieben immer auf Distanz. Im Herzen waren wir aber immer ganz nah beisammen, denn Musik verbindet uns seit 140 Jahren.